Hallo und Tag 27. Die England-Invasion läuft natürlich super. Was soll ich denn dazu noch besser sagen? Es läuft gut. Wir greifen hier wunderbar an. Die ganzen Städte und meine Schiffe, die machen hier alles klar. Alles, was so in Reichweite kommt, wird dann abgeknallt. Was soll ich denn Besseres wollen, ne? Läuft doch. Das Schiff kann ich ein bisschen hier hinschicken, damit es da nochmal andere Einheiten in Reichweite kriegt. Genauso wie hier. Oder hier. Muss ja alles mal ein bisschen abgedeckt werden hier, ne? Kann ich auch da mal landen. Und da mal. Und hier mal. Dann können die mal zusammen hier nachher mal als großer Stack durchmarschieren. Damit das hier gut vorangeht. Ich würde sagen, ich bin wieder in Game. Gucken, auf welchem Platz wir hier mittlerweile sind. Top 10? 5? Noch nicht ganz. Da fehlt noch ein bisschen. Aber wirklich nicht viel. Ja, okay. Ein bisschen. Aber von Städtenzahl bin ich, glaube ich, gut dabei. China ist natürlich übel und Mongolei zusammen. Das ist natürlich krass. Okay, Mali hat sich gut ausgebreitet. Das ist schon mal gut. Südafrika auch. Die haben ja auch einen guten Lauf. Iran, ist das auch einer von uns? Nee. Aber der ist auch gut dabei. Ja, gucken wir mal. Eine Zweier-Colli, ne? Ja. Und die sind gut dabei. Die sind sehr gut dabei. Glückwunsch an die Jungs. Das sieht doch gut aus, die Invasion jetzt weiter auf England. London? Och nein. Bitte nicht. Sowas darf nicht passieren. Das finde ich nicht cool. Rebellion. Direkt wieder zwei Truppen, die ich rüberschicken kann. Wir werden schon passend da sein, denke ich. Oh, ich kann das forschen. Würde unbedingt Zerstörer weiter forschen und am besten, wenn ich könnte, Flugzeuge, aber beides ist nicht drin. Zerstörerbau läuft auch noch gut und oh, die Warteschlange ist schon wieder durch. Dann weiter damit. Schön weiterbauen. Bunker bauen, um die Moral zu erhöhen. Den Bunker hier reparieren.
wenn es denn soweit ist. Dass da noch rebelliert, ne? Das ist doch nur Hohn, oder? Naja, schau ich morgen mal rein. Hallo und willkommen zu Tag 28. Jo. Läuft, würde ich sagen. Langsam aber sicher geht hier alles voran. So, der darf dann jetzt auch hier ein bisschen marschieren, ne? So, fahren wir mal daran. Fahren wir mal hier ran. So, das müsste eigentlich passen. Hoffe ich zumindest. Forschung habe ich ja jetzt nichts weiter. Komme ich zumindest nichts weiter. Ja, aber meine Ressourcen, die steigen langsam wieder. Das ist wieder wunderbar. Tag 29 mit Deutschland sieht natürlich wieder gut aus. Was soll ich denn sonst anders sagen? Norwegen hat angefangen, Krieg zu führen gegen Finnland, also unser Allianzpartner. Und ist dabei Finnland zu erobern. Ist gar nicht mal so verkehrt, würde ich mal so sagen. Ich glaube, hier über den Landstrich habe ich, glaube ich, alles weggemäht, dass ich alles erobern kann. Da haben wir Wohnraum auf jeden Fall gesichert. Alles schön da sammeln dann. Alles schön da sammeln. Die schicke ich mal vorsichtshalber mal hier hin. Falls da doch irgendwelche Art von Truppen sein sollten. Ich glaube eher weniger. Mehr Verstärkung brauchen die da, glaube ich, gar nicht. Schiffe sollen gar nicht aufhören zu produzieren. Die sollen endlos bauen, 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 bauen. Ja, so genau wie mit Flugzeugen. Solange ich noch Materialien habe, sollen die bauen, 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 bauen. Ich habe wieder genug, um zu forschen. Das ist so schön. Ja, Panzer wäre auch schön gewesen, aber sitzt leider nicht mit drin. Was produziere ich denn pro Stunde? Ja, könnte klappen. Vielleicht kriege ich das gleich noch zusammen, damit ich die Forschung kriege.
Markt. Oder habe ich hier irgendwo vielleicht eine kaputte Kaserne, die ich abreißen kann? Ja, hier. Wow. Wie teuer würde es denn... Okay. Den zu reparieren, das lohnt sich aktuell noch nicht. Außerdem habe ich da noch einen Flughafen. Verkaufen wir den. Habe ich auch immer genug zum Forschen. Forschung ist wichtig. Wir müssen langsam weiter forschen. Wegen unserer Stufe 3 Einheiten, unsere Infanteristen sind langsam ein bisschen schwach. Und wir sollten auf jeden Fall stärkere haben. Okay, Green. Grönland könnte interessant sein für mich. Ist auch ein Riesenland, ne? Ja. Sozusagen sind wir noch in Europa in einem bewohnbaren, guten Gebiet. Geldtechnisch sieht gar nicht so dumm aus. Vielleicht sollte ich mal wirklich meinen Agenten reinsetzen zur Dev. Okay. Einfach mal, damit man halt ein bisschen mal was hat. Da würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Schrank.